Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir schauen heute auf dem Euro. Wir sehen es im Hintergrund: die dicke, fette Überschrift Bärenattacke. Im Euro-US-Dollar kommt jetzt der Absturz. Also wenn man sich die Tageskerze von gestern so anschaut, könnte man das fast glauben, ob es so kommt. Wir werden sehen. Wir wissen natürlich immer, es gibt Reaktionen und Gegenreaktionen an den Märkten. Vielleicht kann man den Euro jetzt auch an einem. Punkt nochmal günstiger äh, im US-Dollar-Traden. Das gucken wir uns gleich etwas genauer an. Des Weiteren schauen wir hier auf Euro, Kandela und die Währung Austral-Dollar, Kanadischer Dollar. Das heißt zweimal Kandela auf der Uhr, aber in zwei verschiedenen Verbindungen. Und das sind doch durchaus interessante Level, an denen wir dort stehen. Das Ganze wie immer live hier in den nächsten Minuten vor dem Check oder nach dem Check der Nachrichten. Und natürlich an dieser Stelle. Der Blick auch auf die Wunschmärkte und da sehe ich schon, da fliegt hier einiges rein. Äh, guten Morgen, an guten Morgen Grüßen, die gebe ich natürlich gerne auch zurück. Freue mich ja immer, viele Live-Zuschauer auch zu haben. Nutzen Sie ruhig die Chance, schauen Sie live zu. Diejenigen, die das Ganze immer in der Aufzeichnung schauen, wenn mal ein Tag frei ist, wenn Sie morgens die Zeit haben, schalten Sie rein live auf tikme Deutsch oder über den Zoom-Link, dann einfach anmelden und dann kann man das Ganze ohne Probleme sehen. Diejenigen, die das Ganze auch sich anschauen. Auf YouTube unten im Fließtext stehen alle Links sozusagen zur Anmeldung auch für den YouTube Zoom. Das wird, hätten wir besprochen. Wunschmarkt gibt es auch schon, britisches Pfund US-Dollar. Und wir wollen mal wieder den US-Tag sehen. Der Index ist momentan heiß begehrt. Das ist schön, das macht Spaß. Das bewegt die Depots. Es ist klasse, was da passiert und das schauen wir uns natürlich an. Wir hatten ja gestern Morgen schon mal den kleinen Blick hier, ein Stück unterm Allzeit hoch, was da passiert ist. Das gucken wir uns an. Gleich in Kürze zuvor bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, wie immer, den Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Und bei den Nachrichten, ja. Meldungen aus Japan, die Industrieproduktion für den Monat August plus 1 Prozent. Das ist deutlich weniger als im Vormonat und auch ein ganzes Ecken weniger als das, was die Prognose gezeigt hat. Deswegen die Zahl in Rot. Was bekommen wir noch? Die äh, also die die IEA aus den USA bringt den Monatsbericht. Das ist die Energieagentur in den USA. Immer interessant zu sehen, wie sich der Energieverbrauch in den USA entwickelt. Eine brummende Wirtschaft braucht natürlich mehr Energie als eine lahmende Wirtschaft. Deswegen kann man sich das Ganze ruhig mal anschauen. In der Regel folgen auf solche Dinge allerdings keine gigantischen Bewegungen. Allerdings könnte das durchaus Einfluss auf die Energiegrundrohstoffe haben, beispielsweise hier. Auf das Öl. Was bekommen wir noch? Frau Lagarde spricht heute um 11 Uhr. Wir bekommen 11 Uhr auch die Industrieproduktion aus der EU. Und dann kommen die Briten. Wir hatten ja gestern äh, das Thema Arbeitslosenzahlen bei den Briten, äh, wo ich gesagt hatte, der Arbeitsmarkt bei den Briten, der hält sich noch. Relativ stabil, ja. Aber eine andere Sache ist, die muss man bei den Briten einfach auf der Uhr haben. Die Briten haben momentan echte massive wirtschaftliche Probleme. Die Wirtschaft schrumpft gut 20 Prozent dieses Jahr schon. Das ist schon relativ heftig. Ja, und die Briten haben zwei Probleme momentan. Nummer eins, wir hören es auch aktuell in den Medien, es wird diskutiert über neue Teil-Lockdowns, ja. Das ist heftig und das bedeutet einiges für das Land. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, es gibt die brexit verhandlungen Und Johnson hat gesagt: Bis. Ach, nagelt mich jetzt bitte nicht auf den Tag fest. Ende der Woche ist Deadline. Wenn es bis dahin, oder war es der 15. Ich glaube, es war der 15.10. Nagelt mich bitte nicht auf den Tag fest. Wenn es bis dahin keinen Deal gibt, gibt es einen No-Deal. Puh. <laughs> schon heftig. Also wenn die, äh, die Briten jetzt äh, neben dem Thema Corona auch noch einen No-Deal Brexit verkraften müssen, das hat Impact. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Von der Seite her wird man sich die Frage stellen müssen, gibt es wirklich einen No-Deal Brexit, beziehungsweise werden die Verhandlungen abgebrochen. Die Unterhändler sind ja ziemlich hart am Arbeiten. Ähm, es gibt wohl noch ziemliche Streitpunkte bei dem Thema Fischereirechte und bei dem Thema äh, der Grenzverwaltung. Das ist das, was man aus den Medien hört. Aber auf alle Fälle, man verhandelt extrem hart und extrem intensiv. Die Unterhändler sind da am Arbeiten, dass es in irgendeiner Richtung wenigstens mal ein Grundkonstrukt geben kann, auf dem man aufsetzen kann. Also. Man wird sehen, was da passiert, aber das Thema Brexit bewegt natürlich massiv auch ähm, den Markt und das muss man definitiv auf der Uhr haben und immer auch auf der Uhr haben, wenn wir das Währungspaar britisches Pfund US-Dollar betrachten. Ist ja übrigens heute auch wieder einer unserer Wunschmärkte. Also das dazu, wie schon gesagt, Nachrichten äh, gibt es da äh, um das Thema Arbeitsproduktivität um 11.30 Uhr. Dann äh, bekommen wir aus der äh, USA noch ein paar. Preisindizes, und zwar den Erzeugerpreisindex. Das Ganze für den Monat September um 14.30 Uhr und am späten Abend hier in Deutschland um 22.30 Uhr gibt es den API-Rohöl-Lagerbestand. Der kommt zum Mittwoch. Die Rohöldaten, also die klassischen Lagerdaten, gibt es dann morgen Nachmittag. Das wären die Nachrichten im groben Überblick für heute, bitte auch bei den einzelnen Währungen immer mal schauen, was für Nachrichten anstehen. Es gibt natürlich viele Währungspaare, wenn man das mal bei Tickmill auch schaut, was es da alles an Währungen gibt, wen das Ganze interessiert. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Äh, diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch nicht den Weg in die Trading-Welt von Tickmill gefunden haben, macht das mal. Schaut euch das mal an. Es ist echt klasse. Sehr, sehr kompetitive Konditionen hier. Ein sehr, sehr breiter Markt. Top-Kursstellung. Ähm. Es macht äh, sehr, sehr viel Sinn, sich damit mal zu beschäftigen. Einfach auf die Website von Tickmill mal gehen und dann hier bei den Handelsinstrumenten auf Forex klicken äh, und dann hier bei den Währungen einfach mal auf alle Währungen klicken und dann sieht man alles, was man wissen muss. Die Spreads, die typischen Spreads ähm, und dann die ganzen Währungspaare hier. Es sind über 80 Titel, die getradet werden können aus dem Bereich Währungen, Indizes und Rohstoffe. Also definitiv sehr breit aufgestellt. Eine sehr, sehr schöne Portfoliomischung ist hier möglich. Deswegen schauen wir heute oder äh, beziehungsweise in den Morning Sessions halt immer auch über weite Märkte. Und das machen wir auch jetzt. Ich öffne mal gerade die Charts. Hier auf der Uhr haben wir gerade das Währungspaar. Was haben wir? austral dollar, -Dollar ja? Wir haben zwar heute als Top-Thema den Euro-US-Dollar, aber wo wir gerade schon mal beim austral -Dollar, äh, dollar sind, ja, nehmen wir doch gleich einmal ja den. Ja? Den Rest gehen wir gleich durch. Ich mache den Bildschirm mal noch groß. Und ja, was sehen wir? Hm. Wir sehen eine wirklich schöne Trading Range. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz hier noch ein paar Linien rauslöschen, die für uns jetzt aus aktueller Sicht nicht ganz so relevant sind. Leute, schaut euch mal an, was hier passiert. Wir haben eine Trading Range, Deckel oben drauf ungefähr ja, bei 0,96, 6,56 in diesem Dreh, und wir haben unten die Unterstützung. Ganz grob um die 0,94, 0,94,2 hier in diesem Thema drin. So, da schwingen wir hin und her. Und wir haben es gesehen in den letzten, naja, man kann sagen Monaten, seit Juli besteht diese Range. Von oben ging es nach unten, von unten ging es nach oben. Das bedeutet jetzt an dieser Stelle, es ist nicht gerade eine schlechte Handelsidee zu sagen, okay, wenn wir jetzt wieder in die Range zurückkehren, haben wir gute Chancen, Richtung Oberseite zu laufen. Ne? Das ist dann ein ganz klassisches In-Range-Trading. Heißt also die Rückkehr. Wir sind ja gestern mal ganz kurz drunter gelupft, wenn man es mal so sieht hier. Ne? Drunter und jetzt will der Markt noch nicht so richtig hoch. Er will aber auch nicht runter. Wir müssen hier so ein bisschen noch die Entscheidung abwarten. Ähnliches haben wir schon gesehen. Schaut mal hier drüben. Ja, da gab es das Ganze auch im September. Drunter gelaufen und dann kam der Aufstieg wieder zurück in das Median. Hier drüben haben wir es gesehen. Das war gewesen im, Moment, im August war es gewesen. Drauf gelaufen, schön nach oben gegangen. Hier an dieser Stelle. Runter, drauf auch wieder ein Stück ins Median. Das ist für die kurzfristigen Schwächter durchaus interessant. Da kann man hingucken, da bewegt sich was. Und das ist das, wo wir jetzt in dieser schönen Situation verortet sind, wo wir jetzt einfach nur mal hinschauen müssen, was passiert denn. Zwei Dinge sind hier an dieser Stelle opportun. Das Erste ist natürlich jetzt, wo wir schon mal unter diesem Bereich leicht runtergelupft haben. Die Fortsetzung des Ganzen. ja, Das bedeutet, wir fallen unter das Tief dieser schwarzen Kerze hier. Da müssen wir mal schauen, wo sind Anlaufpunkte. Und der nächste, nahe Anlaufpunkt, ist mal hier dieses kleine Zwischentief hier unten, um die 0,9345. Ja, da hier drüben sehen wir, da hat der Markt mal so ein bisschen inne gehalten. Das ist der erste Anlaufpunkt. Weitere gibt es zur Unterseite. ja, Das wäre dann hier, wenn wir uns mal so ein bisschen auf die, auf die Swing. Losbeziehen hier in diesem Bereich. Ich mache mal das Zeichentool ganz kurz auf. Also das heißt, wenn ich von zwinglos spreche, sind das die Dinge, die aus den Trends kommen. Schaut mal hier, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Das ist das Trendige, was hier nach oben läuft, in diese Richtung rauf, wo man die größeren Rückzacker sieht. Und da haben wir es hier unten. Das ist halt einer der Anlaufpunkte. Um die 09255. Das ist das, was wir hier erstmal haben. Das wäre das Szenario. Und natürlich hier unter Tief drunter, hier das kleine Zwischentief rausgenommen. Zack. Haben wir den Weg nach unten frei? Das wäre das Thema, dann, wenn wir tatsächlich einen Range-Bruch nach unten bekommen. Nummer 1. Nummer 2 Rückkehr in die Range. Und da müssen wir uns mal auf das beziehen, was wir momentan haben. Nämlich, wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend nach unten am Laufen. Und wenn der jetzt wieder umkehrt, dann haben wir gute Möglichkeiten, die Oberseite anzugehen. Und da schauen wir mal eben ganz kurz rein in das, was hier an dieser Stelle läuft. Ich äh, ziehe hier auch mal ganz kurz noch das, äh, das MTON-Live-Signal mit rein. Das wird immer mal auch nachgefragt, was das ist, das macht. Die Trenderkennung ein bisschen einfacher, weil dieses äh, Programm oder diese Software hier, dieses implementierte Tool sozusagen darauf ähm, ausgelegt wurde. Moment, den Stereo-Trader brauchen wir natürlich auch noch, sonst funktioniert das nicht. So, weil das eine geht nicht ohne das andere. So, da haben wir es. So, zack, raus damit. Also, wir sehen es hier. Die Stunde ist abwärts gerichtet. Und was wir halt auch sehr, sehr schön sehen, ist hier in diesem Zusammenhang, ähm, dass wir hier auch den Markt nach unten trenden haben. Ne? Das heißt, hier, wenn wir uns mal die Stunde kurz anschauen wollen, wir haben den Trend nach unten. Hier, wir sind abwärts gerichtet, er fließt nach unten. Und das, was wir hier jetzt sehen, das ist der letzte Bewegungsarm. Also, wir reden jetzt hier wirklich über, über das Kleine in diesem Bereich. Ne? Das heißt, an dieser Stelle, schaut es nochmal, ich mache es nochmal kurz rein: das ist der höhere Zeitrahmen. Das ist das, was hier nach unten schwingt, sich nach unten schlängelt sozusagen. Ähm, und das, was worauf es mir jetzt einfach ankommt, ist mal zu besprechen, das wichtige Große, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und das ist jetzt natürlich das an dieser Stelle hier. Schaut, das ist das, was jetzt im Größeren sich nach unten schlängelt, sozusagen. Hier unten rein. Ne? Das haben wir so in diesen Bereichen da. Das ist das große Bild mal an dieser Stelle. Hier, hier ist ein Bewegungstrend nach unten. Ja. Hier kam die Korrektur. Dann ging es hier in der Korrektur nochmal ein Stückchen hier oben in diesen Bereich rein, bevor es dann nach unten geschoben ist. Und das, worauf ich jetzt hinaus will, nämlich das, wo wir durchaus einen Rebound sehen können, ist dieser Bereich hier. Das, was ich hier sozusagen jetzt nach unten schlängelt, das ist der aktuell laufende Arm der zum Bruch nach unten geführt hat. Und da ist jetzt natürlich wichtig, dieser Bereich hier unten, wenn diese Marke hier unten bricht, wäre das genau das Szenario, dass wir einen wahrscheinlichen nachhaltigen Ausbruch durch die Unterseite der Range finden und dann können wir uns schön zur Unterseite entsprechend positionieren. Wird das allerdings nicht der Fall sein, ne? laufen wir hier hoch, also wenn das Ganze dann so ausschaut, jetzt haben wir eine Bewegung gehabt, Jetzt bekommen wir eine Korrektur, die fängt optimalerweise unter die, über diesem Level an, auf keinen Fall drunter. Ja, drunter wäre nicht ganz so günstig und läuft dann hoch. Wenn wir das sehen ja, und dieses Level hier rausnehmen, dann ist dieser... Arm hier kaputt und das hat dann wiederum die Chancen, dass wir ein Stückchen weiter höher laufen kann oder können und da können wir wirklich mal sehen, wo sind denn interessante Anlaufpunkte? Und wenn wir uns da mal einfach auf die letzten Swing äh, sozusagen mit beziehen, dann können wir hier einfach sagen, schaut mal hier alleine in diesem letzten Arm, den wir hier haben, haben wir äh, die Swing heißt sozusagen hier diese Korrektur hoch, die ich gerade eingezeichnet habe. Das wären interessante Marker die wir dann zur Anlaufseite haben und das sind die Punkte hier um die 0,946 hier oben die 0 knapp 95 also 0,9466 ist die Latte jetzt hier stehen geblieben ja und dann hier oben dieser Bereich hier das was wir hier haben das Zwischenhoch das liegt auch sehr sehr stark in diesem Verkaufsbereich also das Level was wir hier oben haben ist ein sehr sehr wichtiges und das ist halt eine Marke die kann man durchaus für einen Rückschub mit auf der Uhr mit drinnen haben und dann wenn es weiter rausgeht, können wir uns auf die höheren Werte beziehen hier oben die 0,95 45 bzw. hier die 0,95, naja, knapp 75. Also das, wenn wir uns das mal auf Tagesbasis auch anschauen, wo diese Marker hier liegen, das ist halt das der Weg in das Median der Range und das sind die Chancen, die wir hier durchaus haben an dieser Stelle, ja? Das ganze hier muss man einfach klar mit sehen. Ähm, ich sehe gerade noch eine Frage, äh, die hier reinkommt zum Thema MA 200 und MA50. Bitte nochmal klassifizieren, äh, auf welches Währungspaar oder auf welchen Wert das bezogen ist. Dann kann ich darauf direkt mal eingehen. Ansonsten ähm, mache ich natürlich die Frage nur allgemein. Also da bitte ich äh, nochmal kurz um ein, etwas, äh, um ein bisschen mehr Information dazu. So, also damit hätten wir. Euro-Austral-Dollar-Kandeler äh, besprochen. Wir bleiben beim Kandeler. Wir machen das Währungspaar-Euro-Kandeler auch gleich noch fertig. Der Chart sieht ein bisschen anders aus als das, was wir gerade ähm, gesehen hatten. Wir sind hier schon in einem Abwärtstrend verortet, der nicht zwangsweise in einer so starken Trading Range läuft wie das, was wir gerade im Australdollar-Kandeler gesehen haben. Ähm, sondern hier ist der Markt wirklich am nach unten trenden sozusagen. Und wir sind momentan hier äh, sozusagen in einem, ja, sag ich mal, Drehbereich verortet, den der Markt durchaus nach unten verlassen möchte. Ne? Also Nochmal ganz kurz der Unterschied zum Australdollar, den wir gerade hatten. Äh, da war die Range ein bisschen anders. Ne? Da hatten wir oben mehr Tests, da hatten wir unten mehr Tests gehabt. Hier haben wir jetzt mehr oder weniger einfach den Verlauf drinnen stehen hier an dieser Stelle, dass wir hier den Markt nach unten haben. Hier schaut euch das mal an. Der schwingt nach unten. Das ist ein ganz ganz klassischer Abwärtstrend. Der hat hier tief korrigiert und ist jetzt unten drunter rausgelaufen und verharrt halt gerade in diesem Bereich hier ähm, in diesem Kaufbereich. Und warum das ein Kaufbereich oder ein Supportbereich ist, das ist relativ... Schnell erklärt äh, und zwar hier an dieser Stelle. Schaut mal hier: Das ist ein Level. Da sind wir von unten öfter mal angelaufen. Da war es der Widerstand. Dann sind wir tatsächlich drüber gelaufen, haben es getestet und sind dann hochgelaufen. Das ist ein Supportbereich. Dann sind wir hier drauf gelaufen, dann sind wir wieder hochgelaufen. Ist ein Supportbereich. Deswegen ist das hier eine Unterstützung, wenn die jetzt fällt. Sagt das was aus? Der Weg ist offen, nach unten hin. Und wenn wir sehen, was hier gekommen ist, dann sehen wir halt auch relativ stark hier dynamische Schübe nach unten. Und wenn wir jetzt unter das Zwischentief weiter drunter fallen, das ziehe ich mal ganz kurz rein hier. Also, das heißt, wenn wir hier tatsächlich hier unter das letzte Tief, unter das Tagestief von gestern fallen, setzt sich dieser letzte Bewegungsschub nach unten fort. Und wenn wir uns dann einfach mal darauf beziehen, was wir hier an dieser Stelle haben, ich gehe gleich mal an die wichtigen Punktemarker ran, dann können wir gute Anlaufpunkte sehen ähm, an den Zwischentiefs, die wir hier haben. Also ein paar Spikes sind da unten, ganz klar, die sind immer mal wichtig, aber die wichtigeren Punkte sind einfach die, wo öfter mal getestet wurde und das sind die Drehbereiche und da gehe ich jetzt mal ganz kurz drauf ein und zwar schaut mal hier. Unten hat der Markt hier angefangen, leicht nach oben zu trenden, ne? auch unter sehr, sehr hohen Bewegungen. Hier gab es ein tieferes Hoch, aber ein höheres Tief. Ähm, von der Seite her ist das halt im kleinen Sinne auch zu sehen und dann lief der Markt hier einfach nach oben ziemlich stark. Also es ist ein bisschen hin und her, aber wir haben die wichtigen Drehpunkte. Ne? Und dieses Tagestief von gestern, wenn wir uns das mal anschauen wollen, das ist halt auch in einer wichtigen Drehzone aufgekommen, nämlich dieser Bereich hier, den wir hier unten haben, da sehen wir, das ist ein relevanter Bereich. Das Deswegen ist dieses Band hier auch so stark zwischen 1,54 und 1,54 ganz grob 4. Diese Marker, das ist ein wichtiger Bereich. Und wenn der jetzt unterschritten wird, wenn sich hier keine Käufer finden, dann hat das was zu sagen. Dann haben wir durchaus Potenzial zur Unterseite. Und wie schon gesagt, die wichtigsten Fakten nach unten oder die wichtigsten Level nach unten, wenn es hier um das Tageslief läuft, ist mal dieser Bereich hier, ganz klar. Und dann dieser Bereich hier unten. Der Bereich hier. Ist nicht von der Hand zu weisen, aber da sind wir nochmal ganz kurz drauf gespiked. Das Level hier um die 1, 52, 14, 15 in etwa ist öfter angetestet worden, hat also eine deutlich größere Marktrelevanz, genauso wie der Bereich hier unten um die ähm, 1,50,8 hier. Da sind wir öfter drauf gelaufen, haben öfter Price Action gesehen. Deswegen sind das die wichtigeren Bereiche, die wir hier in diesem Sinne sehen, wenn es nach unten bricht. Kriegen wir hier allerdings wieder Kaufstärke rein. Ich weiß, so sieht es momentan noch nicht aus, aber ich weiß auch, wir haben kurzfristige Trader, die immer mal auf sowas schauen. Die werden jetzt schon sehen, ey, warte mal, da oben, da ist doch ein Level, ein Widerstandslevel, da könnte es doch zwischenzeitlich einfach einen Rückschnapper geben, der da oben mal reinläuft. Und da sage ich Leute ganz gut, ganz korrekt, sehr schön aufgepasst, wer das hier sieht. Und wenn wir uns das mal eben im Stundentrend anschauen wollen, das sehen wir es auch. Hier, schaut mal, hier schön. Der Bewegungsarm, wie er nach unten schwingt, im feinen, kleinen. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier unten einen Aufwärtstrend bekommen, beziehungsweise der Markt anfängt, von unten äh, nach oben zu streben, hier in diesem Sinne, dann haben wir die Chance. Ne? Also wenn wir jetzt ein solches Bild hier sehen sollten, dann haben wir durchaus die Chance, auf wichtige Level draufzulaufen. Und das sind doch die interessanten Marker, die wir hier finden. Schaut mal, einmal hier, zweites Mal da. Drittes Mal hier dieser Bereich. Das ist voll und ganz dieser Ausbruchsbereich. Ne? Und wenn dann ordentlich Bums in den Markt kommt, dann können wir sogar höher greifen. Ne? Dann haben wir Level hier und wir haben das Level da oben bei 1,56 knapp 6. Da ist so viel Planbares an Anlaufpunkten da, dass so ein Rebound, so ein Rückschnapper durchaus Planungswerte hat. Ja? Und wer jetzt mal die Marker hier noch sehen will, ich ziehe sie mal ganz kurz rein hier. An diese Stellen, kurzen Augenblick, ich mache mal hier noch die Farbe anders, damit wir sehen, was es ist. Also die Anlaufpunkte nach oben sozusagen. Schaut es hier ganz grob: die 1,54, 76, 75, 76. Schön die Zwischenhochs und schaut mal hier das Zwischenhoch bei 1,55 genau in diesem Ausbruchsbereich gehalten. Deswegen schauen wir genau auf solche Werte. Weil das ist wichtig, da gibt es auch eine Begründung, warum hier der Verkaufsdruck reingekommen ist. Ne? Und das Ganze kann man wirklich noch schön nach oben ziehen. Hier, wir sehen es, diese Level noch mit dran. Dann hier dieses Zwischenhoch um die 1,555. Ja, und dann haben wir es schon hier oben. Auch wieder 1,56. Schaut mal, was hier ist. Wieder so ein Verkaufslevel. Da hat der Markt gehalten. Das sind Werte. Und wenn dort plötzlich Kaufdruck reinkommt, das befeuert dann so eine Gegenbewegung und die ist dann durchaus dazu da auch mal einen Schub nach oben zu machen. Wir müssen einfach nur warten, ja, bis wir hier an dieser Stelle die entsprechenden Moves sehen. Das ist es, ja, dass der Blick in das Währungspaar Euro-kanadischer Dollar und damit gehen wir jetzt auf den Euro-US-Dollar. Da warten sicherlich schon viele drauf. Das ist ja auch das Währungspart, das, das veröffentliche ich nachher direkt auch noch im Blog. Es gibt übrigens bald den Blog auch wieder ähm, vorbörslich äh, bei oder beziehungsweise vor meiner Sendung hier vorbürstlich. Ist ja ein bisschen komisch, der Währungsmarkt, der läuft ja durch. Nein, vor meiner Sendung ähm, gibt es den, äh, den, den Blog-Eintrag auch in Kürze wieder. Wir stellen bei Tickmill gerade um und es gibt eine kleine technische Sache, die dann noch zu regeln ist, dass das alles Sauber läuft. Deswegen sind wir da am Basteln, beziehungsweise das Technikteam. Und wenn das Ganze läuft, gibt es diese Einträge für diejenigen, die es lesen wollen, im Vorfeld auch vorher noch. So, jetzt schauen wir allerdings in das Währungspaar Euro, US-Dollar. Uiuiui, da kam es gestern ordentlich zu Verkaufsdruck. Ordentlich ging es zur Sache. Wir blicken mal ganz kurz hier im Euro-US-Dollar auf den Wochenchart und da sehen wir hier schön mit grün markiert. Ich mache das Ganze mal noch ein bisschen dicker an dieser Stelle. Schaut mal, so sieht ein Aufwärtstrend aus. Das hatten wir ja schon öfter besprochen, dieses mögliche Langszenario ähm, an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, was ist denn hier passiert. Ne? Wir sind jetzt oder wir verharren jetzt innerhalb einer hier Riesen großen Spanne. Diese starke Abverkaufskerze, wo es hier mal vom Hoch eine Woche massiv nach unten gingen, habe ich mit blau markiert, das gibt momentan so ein bisschen, ein bisschen die Bande vor. Wir haben es gesehen, unten um die 1,1612 kam der Kauf, die Kauflust wieder rein. Hier oben das Hoch der Kerze bei 1,18 äh, ja um die 70, da ist der Deckel drauf und wir sehen es hier, wir haben eine schöne Umkehr gekommen von unten schön Schwung nach oben, dann haben wir eine volle week gehabt, und die hat sogar nahe am Wochenhoch geschlossen. Das ist in der Regel ein sehr sehr bullisches Zeichen. Aber der Markt spielt das nicht immer komplett durch. Er atmet hier jetzt durch. Das heißt, wenn wir uns diesen Markt mal anschauen, sehen wir jetzt allein im Wochenchart schon ganz klar, okay, wenn wir wieder übers Vorwochenhoch drüber laufen, sind die Bullen zurück, haben wir weiter gute Chancen, nächster Anlaufpunkt nach oben im großen Bild hier. Die 1,1872 und danach ist nach oben hin Richtung 1,20er Marke der Weg wieder relativ frei. Nach unten allerdings müssen wir einfach auch sehen, es gibt eine Menge Potenzial und ohne hier ein neues Tief zu machen, können wir ja natürlich noch deutlich nach unten schwanken. Und da haben wir als nächsten Anlaufpunkt mal das Vorwochentief, hier die 1,17055 nicht aus der Hand zu geben, dass wir tatsächlich da unten reinlaufen. Das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben und halt auch das Thema Price Action sehen. Dieser Kaufbereich hier um die 117 ist ein wichtiger Punkt und wir wissen selber, zwischen 1,17 und 1,1750 gab es lange Zeit ordentliche Grabenkämpfe. Ähm, und das darf man nicht vergessen. Da ist viel Geld auch in den Markt oder durch den Markt geflossen. Und diese Level sind halt wirklich sehr, sehr wichtige Level. Ja? Das sehen wir jetzt im großen Bild. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal eben kurz im kleineren Bild an. Das ist das, was wir jetzt im kleineren Bild im Kontext zum Wochenchart sehen. Da müssen wir einfach konstatieren was haben wir denn hier momentan am laufen wir schauen uns das gleichbild noch mal ein stückchen kleiner an aber zunächst möchte ich diese ganze herleitung mal jetzt von der woche in den tag reinmachen und wenn wir uns den tag an dieser stelle mal anschauen dann sehen wir momentan hier einen laufenden Abwärtstrend und hier haben wir einen laufenden Aufwärtstrend. Das heißt, das was wir momentan sehen, ist verordnet innerhalb eines Aufwärtstrends und wir sehen diesen starken Schub nach oben. Dieser Aufwärtstrend wird erst dann rausgenommen, wenn wir hier oben über die 11872 fliegen und das ist Heidewitz gar natürlich die obere Begrenzung der Wochenkerze, die ich gerade angesprochen habe, der großen schwarzen, also von dieser hier, ne, 11872. Wenn das Ding wegfliegt, ist das Verkaufslevel hier oben raus und dann sieht die Welt schon wieder viel, viel bullischer aus. Wir müssen jetzt natürlich als Händler nicht so lange warten, bis da hier oben drüber geht. Wir bekommen unsere Anlaufpunkte ja schon viel, viel früher. Aber der aktuelle Trendverlauf hier auf Tagesbasis, das ist halt das, was wichtig ist. Und da haben wir wirklich die Relationen, die wir brauchen. Nummer eins hier. Das Level, was jetzt hier grün markiert ist, dieses umkämpfte Level, die 1,17,55, da verharrt der Markt gerade und da, lässt er, da löst er sich nicht einfach so. Also die gute Nachricht ist, wir tropfen nicht einfach so weiter nach unten. Ja? Das ist die gute Nachricht. Ein Haltebereich aus diesem Punkt raus. Der nächste Punkt hier, dieses Level unten, da sehen wir dran gelaufen, hochgelaufen, kurz dran gelaufen, wieder hochgelaufen. Ja? Das ist ein positiver Marker. Und wir sehen auch jetzt auf den aktuellen Trend. Das, was hier grün markiert ist, ist weiterhin noch intakt. Ich mache mal kurz den Entry rein. Aus technischer Sicht haben wir eine sehr tiefe Korrektur und die hat auch nach unten noch ein bisschen Luft. Das wäre jetzt also ein guter Zeitpunkt für die Bullen zurückzukehren und den Markt entsprechend wieder nach oben zu kaufen. Das ist das, was wir uns gleich im Stundenchart auch anschauen. Das wäre interessant. Brechen wir allerdings hier unten unter die 1,1725 drunter. Sieht schlecht aus für den grün markierten Trend. Dann ist der Weg frei nach unten hin. Und dann ist hier der nächste Anlaufpunkt am Zwischentief um die Marke von 1,16,96. Also wie schon gesagt, das ist der umkämpfte Bereich auch um die wichtige Marke um die 1,17. Das sehen wir hier drüben auch in diesen Bereichen. Das ist ein Punkt. Und wenn der dann wegfliegt, ist der nächste Anlaufpunkt hier unten das Zwischentief auf größerer Ebene. Hier das Tief dieser aktuellen Abwärtsbewegung bei 1,16,12. Die Marke, die wir hier an dieser Stelle definitiv auch drin haben. Also, das ist der Weg nach unten und das ganze schauen wir uns jetzt noch mal im kleineren Bereich an. Und da sehen wir ganz ganz klar hier Leute, schaut euch das mal an. Das Ganze hier auf Stundenbasis. Das ist das, was noch aufwärts gerichtet ist. Das, was wir jetzt hier im kleineren sehen, das ist der Korrekturtrend nach unten. Und der ist schon ordentlich mit Dynamik gekommen. Und da kommt es jetzt tatsächlich drauf an. Dieser starke Bruch von gestern hier, der hat ein wichtiges Level rausgenommen. Und zwar dieser Drehbereich hier. Das, was wir hier in diesem Bereich sehen, diese Marke um die 1,17, knapp 8. Das war ein oder ist ein wichtiger umkämpfter Bereich gewesen. Erst Unterstützung, dann Widerstand, dann mit Schmackes drüber, dann Kurzunterstützung und dann zack, der große Abverkauf. Das ist ein starker Schub nach unten gewesen. Und das bullische Szenario, ich skizziere es mal kurz, das haben wir gerade auch gesehen. Also, es sind wirklich immer die gleichen Bilder. Das wird jetzt so ausschauen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich jetzt einen neuen Aufwärtstrend generieren können, aus diesem Bereich jetzt raus, also hier oben über dieses Level drüber, ich ziehe mal kurz die gestrichelte Marke hier nach unten, hier, dann haben wir nämlich einen schönen Aufwärtstrend, wenn wir drüber gehen, und dann haben wir die Chancen, oben reinzulaufen. Nächster Haltepunkt, wenn wir das lange hier mal sehen, Durchaus hier oben das Level um die 1,17,80. Fallen wir allerdings hier drunter, wäre das ganz klar das Zeichen, dieser Bewegungstrend hier nach unten, also dieser Arm, setzt sich weiter fort, nimmt den Aufwärtstrend raus und dann haben wir hier die Level unten liegen, die wir anlaufen können, die ich gerade auch im Tagesschart besprochen hatte, die man da unter Umständen durchaus relativ flott auch anlaufen kann. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro in der Woche, im Tag. Und in der Stunde. Und damit haben wir drei relevante Zeiteinheiten zusammengefasst, die hier wichtig sind. Und für die Kurzfrist-Trader, die sich sagen, nu, ja, das ist ja schick. Hier unten einfach den, falls er kommt, den Long Schub Traden. Ja, hier haben wir noch ein paar Anlaufpunkte. Die sehen wir schön im 5-Minuten-Chart, nämlich das, was hier nach unten getrendet hat. Da sehen wir Haltelevel und da sehen wir halt, die Anlaufpunkte, so viel sind davon nicht gesät. Das heißt, schaut mal hier oben, dieses Level könnte man in diesen Drehbereich um die 1,17, äh, was haben wir, 1,17, 5,65 bis 5,67, das wäre ein Bereich. Ja und dann halt noch was ganz kleines hier, also wir sehen es, die starke Dynamik war wirklich hochdynamisch. Ja, und da ist nicht viel. Das heißt, da oben ist kaum was am Widerstand. Und wenn dann einmal Fahrt aufkommt, können wir relativ schnell hier oben reinlaufen. Das ist interessant. Und das sollten wir im Kurzfristigen durchaus auf der Uhr mit haben. So, jo, dann machen wir weiter. Heute, hier geht es ganz flott zur Sache. Also, wir haben britisches Pfund, wir haben äh, den US-Tech und wir haben noch weitere Fragen. Wir haben Gold und wir haben Austral-Dollar, US-Dollar. Ähm ja, schauen wir uns an. Ganz klar. Also, zunächst britisches Pfund US-Dollar. Das Cable. Hier haben wir hier, hier wir sehen es, den starken Rücksetzer im 4-Stunden-Chart. Wir gucken mal ganz kurz auf den, auf den Tageschart oben drauf. Äh, wir sehen es hier schon, wo der Markt hergekommen ist, wo er angestoßen ist. Hier an dieser Stelle, ganz klar, ein wichtiges Verkaufslevel, diese Marke von 1,30 knapp 7 hier oben. Da ist der Markt abgeprallt. Das kleine, was wir hier nach oben haben, Trenden sehen. Also, Moment, das ist nicht das. Wir brauchen das. Also, dieses kleine Aufwärtsgerichtete wird momentan heftig korrigiert. Das ist das Thema. Alles, was momentan mit dem US-Dollar zu tun hat. Der US-Dollar hat gestern einen mächtigen Move nach oben gemacht. Also, den, äh, den, den Future sozusagen. Der ist deutlich stärker geworden. Und das hat natürlich äh, viel, 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 viel bewegt und viel, viel unter Druck gebracht. Ähm, und von der Seite her ist das erklärt dadurch, durch diese Stärke im US-Dollar. Ne? Und das ist der Rutsch nach unten. Und hier müssen wir jetzt einfach sehen, die wichtige Marke, ich mache es hier einfach mal ganz kurz, die wichtige Marke im britischen Fund bezogen auf diesen Aufwärtstrend, den wir hier haben, ist dieses Level, was wir hier drinnen liegen haben. Also dieser Bereich hier unten, das ist ein wichtiger Supportbereich, diese Marke hier. Ne? Da müssen wir drauf schauen, dass es das Zwischen. Tief, was wir da haben. Wenn das fällt, ist der Weg nach unten frei und dann sehen wir uns relativ schnell äh, von der reinen Tradeplanung damit äh, beschäftigt, was denn hier unten am Trend Tief ist. Und wir sehen es ja auch an dieser Stelle, das ist ein wichtiger Bereich auch in der Vergangenheit gewesen. Und das kann man durchaus noch ein Stückchen rüberziehen, dass wir das auf der Uhr haben. Und wenn das tatsächlich so kommt, Leute, dann sieht es ein bisschen anders aus. Dann muss man mittelfristig ein ganz anderes Szenario auf der Uhr haben, nämlich das, was wir hier sehen. Wenn wir mal die Woche sehen, da gab es einen starken Lauf nach unten. Das nach oben im ganz großen Bild ne? und jetzt den Schub nach unten. Dann haben wir plötzlich wieder einen Abwärtstrend und die Anlaufpunkte zur Unterseite, die haben wir dann auch schnell geklärt. Dann haben wir hier und hier. Und hier schon ein paar Level, die durchaus relevant sind für die Unterseite. So weit ist es noch nicht. Das Ganze wird sich entscheiden, wenn wir hier unten drunter fallen. Das heißt, wenn diese Marke hier unten fällt, dieser Bereich, dann ist dieser aufwärtsstrebende Versuch erst einmal rausgenommen und dann ist der Weg nach unten frei. Nächster Anlaufpunkt, dann erstmal zwischentief hier unten um die Marke von 1,26 knapp 8. Und wenn das auch noch fällt, tja, dann haben wir genau den roten Trend nach unten, den ich gerade angezeigt habe. Und dann ist der Weg nach unten deutlich frei. Müssen wir aber erstmal sehen, ob es soweit kommt. Es hängt viel davon ab, wie sich Großbritannien entsprechend entwickelt. Das zum Fund. Dann schauen wir auf den technologielastigen Index, den NASDAQ. Und da ist das passiert, was wir gestern besprochen hatten. Äh, hier oben wurde die Luft so ein bisschen dünner hier an dieser Stelle. Die 12.200-Punkte-Marke ist etwas, wo ich sage, die ist nicht leicht aus dem Markt zu nehmen, weil das genau dieses Level ist hier in diesem Bereich, als wir hier drüben umgekehrt sind und diesen starken Rücksetzer gesehen haben. Wir haben es gesehen, wir sind gestern ganz kurz drüber gelaufen. Das sind so diese Fallen, die gerade die privaten Trader immer wieder, ähm, ja sag ich mal, abschöpfen, den Ausbruch hier oben drüber zu laufen und dann nach unten zu laufen. Das ist halt schwierig. Warum ist das schwierig? Weil wir hier an dieser Stelle natürlich vorher schon extrem stark nach oben gelaufen sind. Da ist schon viel Geld in den Markt geflossen und da kommt es an solchen Leveln halt immer mal auch zu Gewinnmitnahmen. Kurzfristig allerdings muss man jetzt hier nicht den Kopf in den Sand stecken. Weil wenn es jetzt hier nach einem kurzen Rücksetzer von gestern wieder nach oben geht, dann müssen wir einfach sehen, dann haben wir gute Chancen hier weiter fortzusetzen. Da haben wir einfach nur eine Korrektur gesehen, wenn wir uns das im Stundenchart mal ganz kurz anschauen wollen. Hier der Markt nach oben, er verharrt jetzt hier auf relativ hohem Niveau, ne? Und wenn man sich das Ganze mal im längeren Kontext anschaut. Ganz normal, was wir hier oben sehen, der Markt ist nicht hier unter dieses Level gebrochen. Also das Zwischentief bei, äh, bei 12.028 unten hat gehalten. Wir sind einfach nur tief in die Korrektur. Gelaufen im Kontext zum Stundentrend und wenn wir jetzt gleich wieder rauflaufen, wird diese 12.200 durchaus eine Chance haben, nachhaltig überschritten zu werden. Prallen wir allerdings hier oben ab, haben wir dann ein top Ja und dann sieht es schwierig aus. Dann haben wir sowas Ähnliches wie eine Schulterkopf-Schulterformation. Also die ist ja momentan im Entstehen. Ne? Schulter könnte der Kopf sein. Hier die zweite Schulter, je nachdem wie es wird. Hier unten die Nackenlinie. Wenn dann die 12.000 Punkte-Marke fällt, tja dann. Sieht es eher so aus, als wenn wir eine tiefere Korrektur sehen. Der Markt gestern war nicht einfach. Wir haben Meldungen aus den USA bekommen zum Thema. Zum Thema Covid-19. Da gab es einige schlechte Meldungen äh, seitens der Medikamente, wo Studien eingestellt werden mussten. Das ist natürlich ein Belastungsfaktor für den Markt. Und wenn man mal sieht, ähm, was da gestern am Markt los war von der Nachrichtenlage und wir dann keinen massiven Abverkauf gesehen haben, ist das schon ein Zeichen, dass der Markt doch relativ robust ist. Also das ist der kurze Blick hier in den Nasdaq. Und dann gehen wir jetzt noch auf Gold und Australdollar, US-Dollar. Das sind beide Sachen, ähm, die sind gut angelaufen und drehen dann jetzt wieder auch wieder gut um und wenn man mal sieht, wie der Druck nach unten da ist auch im Gold, hier die Sache den Goldpreis hier oben rauf, man hat gut eine Chance gehabt, den Break oben raus zu traden ähm, an dieser Stelle und äh, eine, eine sehr, sehr spekulative Trading-Idee war es halt über dem Hoch dieser Tageskerze reinzugehen und um das Ganze nach oben weiter zu trenden, jetzt muss man sehen, wie das Ganze sich hier im Fortgang verhält weil wir ja, haben es ja gesehen, wir sind wieder deutlich runtergelaufen ähm, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im kurzfristigen Bild auch anschauen wollen. Ich räume mal den Chart hier kurz ein kleines bisschen auf. Dann müssen wir äh, im Gold einfach mal konstatieren, was hier los ist. Gold habe ich ganz eng auf der Uhr. Möglicherweise entwickelt sich da auch für den morgigen Tag ähm, eine neue Handelsidee. Da müssen wir erst mal schauen, was kommt. Aber äh, um das an dieser Stelle einfach mal kurz zu zeigen, worauf ich jetzt hier schaue, ist einfach der Punkt an dieser Stelle. Wir haben halt hier diverse Sachen miteinander ineinander fließen. Hier, schaut mal, hier. Das ist ein Aufwärtstrend. Der ist schon mal hier leicht über dieses Hoch drüber gelaufen. Dann hat er allerdings diesen großen Abwärtstrend hier an dieser Stelle mit am Laufen. Der ist auch nicht wegzureden. Und das, was wir hier sehen, ist jetzt hat eine trendförmige Gegenbewegung. Und dieses Level hier oben, die wichtige Marke. Also, Ausbruch aus dem Dreieck ist die eine Geschichte. Die wichtige Marke ist aber dieses Level hier oben. Diese Marke muss rausgenommen werden, erst einmal als erstes, damit zumindest mal dieser kleinere untergeordnete Abwärtstrend, also das, was jetzt hier sozusagen runterläuft, ähm, dass der aus dem Markt rausgenommen wird. Da müssen wir hier oben rein. Und wir sehen hier oben die Marke von 1937. Die ist ein wichtiges Verkaufslevel. Da sind wir halt abgedreht. Und das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ist wirklich eine Tatsache, wo wir einfach sehen müssen, wir stehen hier in der Korrektur unten drinnen und wenn diese Korrektur sich dann wieder rumdreht, haben wir Chancen doch nach oben reinzulaufen. Also solange wie wir nicht hier unten dieses Tief rausnehmen um die Marke von äh, 1800, um die 75, haben wir doch Chancen, dass der Aufwärtstrend weiter da bleibt und wir weiter nach oben laufen. Wie schon gesagt, ich habe das Thema auf dem Auge. Möglicherweise entwickelt sich hier was kurzfristig als Chance nach oben. Das werden wir dann, wenn es so kommt, tatsächlich morgen früh besprechen. Da muss ich aber erst einmal ein bisschen schauen, was der Handelstag hier so bringt und damit gehen wir noch auf das Währungspaar Australdollar US-Dollar ein. Den haben wir ja vor kurzem schön analysiert in einer Long-Handelsidee. Und wie schon gesagt, diese Long-Handelsidee ist wirklich, das ist wirklich eine Handelsidee für den längerfristigen Zeitrahmen. Ja? also wer jetzt hier schon kalte Füße bekommt, hat eindeutig den falschen Zeitrahmen gewählt. Warum? Ich hatte das ja hergeführt über die Woche, Leute. Und wer die Woche als Richtungsgeber auch mitnimmt und diese Chance, die ich hier erörtert habe, auch traden möchte, ähm, der muss das Ganze, den Rücksetzer, den wir jetzt haben, einfach erst einmal hinnehmen. Weil ich sage mal, die große Entscheidung, ob wir jetzt tatsächlich diese starke Richtung nach oben bekommen oder ob es den Knall nach unten gibt und wir weiterlaufen, Leute, die wird doch erst hier unten entschieden. Um die, um die, um die hier nur 73. Erst dort unten wird entschieden, ob die Reise tatsächlich nach oben geht oder ob sich dieser Abwärtstrend fortsetzt. Ja? Und jetzt haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend untergeordnet. Und auch der, da ist ja nichts passiert. Ja? Dieser Trend ist da. Ja? Schaut euch das mal an. Das ist jetzt das Abwärtsbewegende, ganz klar. Das ist spekulativ, jetzt hier long zu gehen. Aber ich hatte ja diese ganze Spekulation auf der Wochenbasis gesehen. Und auf der Wochenbasis, wenn wir uns das mal anschauen wollen, schaut euch das mal an. Erste Kerze nach oben, zweite Kerze nach oben. Jetzt sehen wir mal so ein bisschen Korrektur. Die Umkehr ist tatsächlich da und die Chance nach oben ist ebenfalls gegeben. Ja? Das ist der Punkt. Und wenn wir uns jetzt den Tag mal anschauen wollen, dann sehen wir hier, wenn wir mal den kleineren Zeitrahmen uns anschauen wollen, wartet mal einen Moment, das ist zu klein hier angezeigt. Wir sehen es an dieser Stelle hier, der Aufwärtstrend an sich, der momentan hier läuft, also das hier, der ist intakt. Der korrigiert. Und wie weit kann denn so ein Aufwärtstrend korrigieren? Der kann mal ohne Probleme allein dieser Trend bis hier unten rein korrigieren. Ja? Das ist also alles kein Problem. Und deswegen aus rein technischer Sicht ist das Setup weiterhin absolut okay. Solange wir hier nicht unter dieses Zwischentief fallen, ist der Trend noch da. Wenn wir hier drunter fallen, ist die Handelsidee ganz klar vom Markt nicht angenommen worden. Und dann wird es gefährlich wenn wir tatsächlich hier unten drunter fallen, weil das ist dann der Punkt, was kommt dann, dann ist so die Wochenidee, die wir hier als Chance hatten, vom Tisch, weil, was passiert dann? Dann haben wir hier nur eine kurze Zwischenkorrektur gesehen und dann fliegt das Ding nach unten weg. Das sind so die verschiedenen Dinge, die hier ineinander fließen. Und das, was wir hier, wie schon gesagt, sehen, ist gerade die korrektive Phase. Und wenn wir mal sehen, was hier passiert, wir schauen uns mal ganz kurz in der Stunde noch an, dann ist das jetzt die Korrektur die wir hier am Laufen haben, ja, und das Level, in dem wir gerade auch sind hier, ist dieses Drehlevel, äh, ist auch ein wichtiger Bereich. Diese Marke von 1,71, naja, um die 5. hier sehen wir es wichtiges, wichtiges Drehlevel. Und hier müssen wir einfach mal schauen, wenn der Markt jetzt wieder nach oben geht, bekommen wir schöne Umkehrkerze. Dann haben wir wieder die Chancen, gleich nach oben reinzulaufen. Aber wer sich das mal anschaut hier, Leute, guckt es euch mal an. Das ist hier der Trend nach oben. Wartet, ich zeige es euch mal ganz kurz in dem 4 Stunden Bereich. Schaut euch das mal an hier. Mal gucken, ob wir hier die Trenderkennung reinbekommen. So, naja, wartet mal. Das, was ich meine, ist hier zu fein auch zu sehen. Schaut es euch an. Guckt mal hier. Bewegung. Korrektur. Bewegung. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist eine klassische Korrektur. Gut, die geht jetzt hier innerhalb einer Flagge in die Korrektur rein. Ist eine Bullenflagge. Und wie ich gesagt, Potenzial nach unten haben wir noch da. Locker mal bis in diesen Bereich hier rein. Wir müssen schauen, wo es reingeht. Aber die Handelsidee, die ganz große, die ich angesprochen hatte, die ist aus meiner Sicht weiterhin auch intakt. Das dazu. So, ähm, ja, das hätten wir. Und äh, hier bekommen wir halt noch die Frage, ob der Rücksetzer heftig ist oder nicht. Ich sehe den, den Rücksetzer jetzt nicht als heftig an, weil wenn wir einfach mal schauen, um das mal in die Relation reinzubringen, von der letzten Bewegung, ja, schaut euch mal an, was wir hier jetzt haben, die Bewegung hat hier unten angefangen, ist bis hier oben reingelaufen und wir stehen jetzt hier, naja, bei einer Korrekturtiefe, schätze ich mal, von grob 60 Prozent, vielleicht auch 70 Prozent. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich mir Sorgen machen würde. Schaut mal hier auf der Absatzbasis, haben wir genauso was gesehen. Tiefe Korrekturen. Hier in diesem Aufwärtstrend haben wir genauso was gesehen. Tiefe Korrekturen. Dann ging es nach oben, wieder eine tiefe Korrektur, wieder nach oben. Also das ist bei diesem Währungspeits nichts Ungewöhnliches, wo ich sage. Das muss man sehen. Heftig wird es natürlich dann, wenn wir hier drunter fallen. Aber dann kippt die Trading-Idee. Das ist allerdings das. Das kann im Trading immer wieder passieren. Und da kommt es wirklich auf den Kontext an, wie ich das sage. Der Zeitrahmen muss da passen. So, das dazu. Und jetzt haben wir noch eine Frage offen. Äh, und zwar, wenn der Tagesschat der MA200 und MA50 den gleichen Wert hat, ist das eine starke Unterstützung, ein Widerstand. Ich nehme diese Frage. Jetzt mal hier raus und ich werde diese Frage am Freitag ähm, in der Sendung im edukativen Teil mal klären äh, mit dem Thema Kreuzung von Linien. Ja? Das behalte ich bei. Also ich vergesse das Ganze nicht. Das Ganze wird am Freitag eine Rolle spielen. Ähm, das schaffen wir jetzt hier zeitlich nicht mehr. Das mache ich in einem edukativen Part. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Danke für die Frage. Freue ich mich sehr drüber. Ansonsten, jetzt haben wir es kurz nach über. Wir haben es jetzt fast viertel nach neun. Also allen einen schönen, erfolgreichen Trading-Tag. Danke fürs. Zuschauen und bis morgen früh 8.30 Uhr für die nächsten Trading-Ideen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.